Okay, ihr Lieben, wir sind on top und es kann sein, dass ich den ersten Teil meines Videos nochmal machen muss, weil ich gesehen habe, dass ich schlauerweise mal wieder viel zu stark aufgenommen habe und wahrscheinlich hat das Ganze zu Rücklung geführt. Mal sehen, ob die Aufnahme hier, die scheint jetzt, glaube ich, so ein bisschen besser zu gelingen, beziehungsweise ich glaube, das hakelt jetzt nicht mehr. Das hat, glaube ich, im ersten Teil gehakelt, wenn ich ihn überhaupt abgedreht habe. Also kann ich dieses Video nochmal komplett umschmeißen. Das wollte ich aber nicht machen, sondern wir wollten ja unseren zweiten Klarkriegsangriff machen auf die Base hier. Oder hakelt das hier immer? Nö, das passt, ne? Auf die Base hier. Wir gucken uns die Base kurz an. Das Coole ist im Moment am Gegner. Man muss sich nicht um die Klarenburg kümmern, denn der Gegner hat die Klarenburgen alle leer gelassen. Aber ihr seht, das ist auch noch eine 30er hier aus dem Radius 9 Bereich. Und dann können wir uns diese Base hier vornehmen. Wir haben noch keine Siege-Machine. Okay, oh, wir haben noch keinen Slammer. Wir haben noch keinen Slammer. Warum habe ich noch keinen Slammer? Warum habe ich noch keinen Slammer? Da. Toll. Slammer. Oder hat der Therapeut den nicht auf Max? Der hat ihn nur auf 2. Okay, dann fordern wir eben nochmal an. Request. Der hat ihn nicht auf Max. Dann machen wir das so. Dann kann er ihm hier ihn spenden, glaube ich. So passt's nun. Habe ich nicht drauf geachtet. Sollte man vorher darauf achten, dass auch Leute da sind, die einem das spenden können. Denn wir müssen noch ein bisschen, kleines bisschen durchhalten hier, Leute. Wir sind kurz vor Clan Level 10. Das heißt, dann geht auch der Slammer von den Kollegen, die den jetzt erst auf 2 haben, dann auf Max-Level hier zum Spenden rein und dementsprechend wird das Ganze ja so ab Clan-Level 10 wird es dann ja nochmal so ein bisschen entspannter. Ja, so sieht das ja aus. Leise rieselt der Schnee, aber der Schnee ist jetzt auch schon fast wieder weg. Also es war hier tatsächlich in meiner Region auch mal ein bisschen weißer. Ich hoffe, bei euch auch und ja, hier bei Clash of Clans schneidet es auch noch und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Das habe ich heute schon mal gesagt, Leute, denn ich habe meine ersten beiden Aufnahmeteile, ich habe sie wieder weggeschmissen, denn da hat es mal wieder durchgeruckelt und durchgezuckt und dann habe ich natürlich Sachen gemacht, das ist auch ein bisschen doof immer, habe ich natürlich Sachen gemacht, die ich euch erklärt habe, denn ich habe euch natürlich am Anfang versucht zu erklären, was ist die beste Rathaus 11 Armee. Und die beste Rathaus 11 Armee, man kann nicht einfach so sagen, das sind jetzt die E-Drachen. Die E-Drachen habe ich jetzt gerade am Start, sondern es ist nach wie vor die beste Armee, mit der ihr natürlich irgendwie die Basis auf 3 Sterne zerlegt. Das sind die besten Armeen. Also man kann nie sagen, mach einen Gohok, der ist ganz cool, oder mache Golalun, das ist cool, oder noch schicker ist natürlich ein Queen Charge Lalu oder sowas. Das kann man einfach nicht pauschalisieren. Und jeder ist da auch anders. Der eine kann so ein bisschen mehr mit Luft besser, der andere kann ein bisschen besser mit Bodentruppen und kann Luft vielleicht sogar gar nicht. Und deswegen gibt es diesen Begriff eigentlich beste Armee nicht. Aber ich will mal heute rausfinden, was denn für mich die beste Armee ist. Und ich habe allerdings auch schon angegriffen. Ihr seht, das ist in etwa mein Setup. Ich bin heute auf einem recht frischen Rathaus 11 und das, was ich eigentlich gemacht hatte, im ersten Teil des Videos, den ich jetzt weggeschmissen habe, kann ich euch genau sagen, wir haben für 21 Gems exakt die Baracke hier nochmal hoch gelevelt und haben diese Baracke hier, also bei euch im Deutschen heißt das Kaserne, mit einem Hammer hochgemacht, damit die E-Drachen hier auch in einer ausreichenden Geschwindigkeit zu trainieren sind oder auszubilden sind, denn normal stand da eben noch 24 Minuten, das haben wir jetzt runtergedrückt auf 8 Minuten, das können wir nochmal runterdrücken, indem wir diese hier hinten auch nochmal leveln würden, mache ich jetzt aber erstmal nicht, denn vermutlich gehe ich mit dem Account nach dem CK hier kurz mal in einen kleinen Schlaf rein, um mir etwas freizuschalten, nämlich hier, ach ne, habe ich schon, ich habe den Bedspell schon, oder? Ah ja, ich habe den schon. Das sehe ich ja jetzt erst, den habe ich ja schon. Den habe ich sogar schon gelevelt auf Level 3. Und das, was ich noch gemacht habe, vorhin im Labor, habt ihr auch nicht gesehen. Ich habe mir den Blitzzauber hochgeballert auf 8, denn der ist jetzt auch Max-Level hier für mich als Rathaus 11 und habe auch schon einen Angriff getätigt. Ich zeige euch exakt die Angriffe, die ich jetzt eben
gemacht und gesehen und dokumentiert habe. Das war der hier vom Schief Barfuß. Da habe ich erstmal nur eine Armee verballert. Ihr seht, das hat auch gar nicht so lange gedauert. Und das Dorf hier ist ein Rathaus 10 ohne Infernos, ohne Clanburg. Und das ist dann eher ein Opfer, muss ich sagen. Aber egal, auch die werden hier gnadenlos runtergeprügelt, denn wir müssen hier dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis haben beim Clan Free-to-Play. Wir haben die letzten beiden Clankriege hier mit einem Perfect War verloren. Verloren, Leute, aber mal so richtig verloren. Und nämlich mit 75 Sternen zu, ja, immer knapp 73 Sterne und 70 Sterne oder so. Deswegen muss unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis hierher. Und das holen wir uns mit diesem CK hier. Denn wir können alle so ein bisschen runterdippen und können uns alle ein bisschen mehr entspannen, um uns auf ein bisschen auf die Liga vorzubereiten. Denn die läuft ja in so ein paar Tagen wieder an. In ein paar Tagen ist auch der Monat wieder zu Ende. Dann gibt es auch wieder ein bisschen Pass. Zumindest einen Pass hauen wir ja jetzt immer zum Monatsstart in den Livestreams für euch für Noppes raus. Und wie das Ganze funktioniert, das guckt ihr euch am besten live in meinen Streams an auf www.twitch.tv/totoclashed. Und seid einfach dabei, gönne ich euch einen Monat einen Goldpass oder zumindest den Wert dafür, ob ihr dann wirklich einen Goldpass dafür kauft oder einen Döner. Das kann ich dann nicht nachvollziehen, aber ich denke mal, wenn ich euch das schon spendiere, dann solltet ihr das dafür auch einfach fairerweise ausgeben. Aber wie gesagt, das hier war eine Opferbase, habe ich auch ganz klar so betitelt. Und die nächste wird ein bisschen schwieriger, aber direkt nach dem Angriff hier hatten wir noch einen anderen Angriff, den haben wir aber nicht ganz gesehen. Den gucken wir uns aber trotzdem an, wenn wir schon mal hier sind beim kleinen Free-to-Play. Also die Armee ist auch in Ordnung, kann ich euch auch durchaus empfehlen, so als, ich nenne es mal so, Low-Rathaus 11, der aber mindestens schon mal seine Hogrider auf Stufe 7 hat und den Golem auch schon auf Stufe 5 hat, obwohl der Golem kommt auf Stufe 5, glaube ich, schon im Rathaus 10 Bereich. Aber wenn ihr selber ja, ich nenne es mal so low seid, dann ist euer Gegner auch in etwa so auf eurer Höhe, sage ich jetzt mal. Und ist sicherlich noch locker zu bezwingen. Aber den Angriff, den wir dann danach gesehen haben, der war von Timo. 8 auf 8 hier mit Drachen. Okay, wir sind gleich auch mit Drachen unterwegs. Und auch hier mit Blitzzauber ein Max Blitz in der Clanburg. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich gleich denn auch mit Luft angreife. Denn ich hatte es zu Anfang gesagt, das ist nicht jedermanns Sache. Ein Luftangriff oder überhaupt Luftangriffe mit Drachen, okay, im Rathaus 8 Bereich natürlich immer noch nach wie vor. Auch nach so vielen Jahren greift man mit Drachen an, obwohl sich zwar so viel verändert hat mit Luftfeger etc. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist der Bereich so ab Drachen, also so ab 7. Rathaus Level 9 kann man die Drachen auch noch ganz gut nehmen, dann wird es aber ein bisschen dünner, beziehungsweise da muss man halt so ein bisschen anders umstellen. Letztendlich kannst du Drachen tatsächlich von 7 bis 13 echt gut gebrauchen, ist eine unheimlich starke Truppe im Spiel geworden im Laufe der Zeit und da lassen sich ganz, ganz viele Strategien und Taktiken mit erledigen, sowie auch nette Bases hier. Das zeigt der Timo hier eindrucksvoll gegen den Max Rathaus 8 Base. Also auch da sind die immer noch super zu nehmen. Hat unten dann noch, glaube ich, einen Max Drachen drin, also Clanbuch in jedem Fall genommen und nicht gespart, wie ich das die Tage mal von anderen gesehen habe, wo ich mich fürchterlich so aufgeregt habe, dass man Clanburg spart und dann nur mit zwei Sternen rausgeht. Das hat mich schon wieder mal ein bisschen abgenervt, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Er hat das hier sehr, sehr gut gemacht. Den habe ich jetzt eben in der vorherigen Aufnahme, auch da waren gerade drei Luftbomben auf den einen Arm am Drachen. In der vorherigen Aufnahme habe ich nämlich nur das Ende gesehen live. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, gucken wir uns den im Nachgang nochmal an, denn ich mache danach natürlich meinen Angriff. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was ich euch eigentlich danach erzähle. Ah ja, ich erzähle euch dann an einer gewissen Stelle, dass ich einen Angriff mache mit dem Account hier. Und da ist der Stone Slammer vom Therapeuten. Danke dir, mein Lieber. Und dann können wir auch loslegen. Ja, das ist eine Rathaus 11 BS immerhin. Aber ich habe ja eben gesagt, so wie ihr in etwa aussieht, so sieht der Gegner auch aus. Also in etwa so. Ich bin auf 3 hier auch gelistet. Also das ist exakt mein Gegenüber. Und womöglich ist meine Base schon etwas stärker, weil ich sie im Rathaus Level 10 Bereich schon etwas stärker ausgebaut hatte als der Lümmel hier. Und
den gehen wir jetzt mal an. Exakt mit Elektrodachen, das ist genau das, was ich eigentlich nicht kann. Ich weiß auch gar nicht, neuen Blitz, ob das für irgendwas überhaupt zunutze ist. Gucken wir einfach mal rein. Wir gucken mal rein, wie wir das machen. Und ich würde sagen, wir nehmen auch als erstes die Blitzzauber. Ich muss nur mal gerade gucken. Luft abwehren müssen wir ja blitzen. Mal sehen, wie viel wir hier erwischen. Wir könnten sicherlich vielleicht noch den X-Bogen erwischen, aber mal sehen. 1, 2, 3, 4. Erwischen wir da alles mit? Jo, da kriegen wir alles mit down. Den Feger brauche ich nicht. Ihr seht, die Feger stehen perfekt für mich, um von 12 bis 9 Uhr anzugreifen. Dann können wir hier auch 1, 2, 3, 4 die einfach mal wegballern und dann können wir da noch einen 5 draufsetzen. Ja, der X-Bogen geht auch noch weg. Wir haben jetzt zwar drei Luftabwehren da hinten. Allerdings haben wir hier im hinteren Bereich gar nichts mehr, gar nichts. Und deswegen können wir hier starten. Einmal mit zwei Loons da, einmal mit zwei Loons da. Die machen uns erstmal hier so ein bisschen die Flanke hier sauber, beziehungsweise jetzt kann ich schon ganz, ganz bequem hier mit meinen E-Drachen reinkommen. Und nehmen wir jetzt aber die Loons mit hinzu hier. Und dann 1, 2. So, die müssen jetzt nur ein bisschen in die Mitte fliegen. Einmal den hier, meinen Warden nicht vergessen umzustellen. 1, 2. Und dann hoffe ich mal, dass sie hier irgendwie jetzt so in die Mitte fliegen. Dann setze ich hier meinen Wut an, würde ich sagen. Das sieht noch ganz gut aus. Slammer läuft beim Toti. Einmal die Warden-Aura. Und ja, so schwer war es nicht. Ihr seht, ich habe hier unten ja vor allen Dingen immer noch meine Helden, die lasse ich jetzt gleich auch irgendwo mitlaufen. Die lasse ich hier mal mitlaufen, damit der Elektrodrache da hinten weiter im Feld bleibt. So kann man es, glaube ich, machen. Die Loons hier, okay, die Loons fressen jetzt natürlich da unten. Oder die Queen nimmt jetzt natürlich meine Loons raus. Ja, alles nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, dass die Base hier war jetzt auch nicht so wirklich proper, aber sie passte halt so super für die E-Drachen, würde ich sagen, denn die war so richtig schön kompakt. Das brauchen die E-Drachen, ja, die brauchen keinen Abstand zwischen den Gebäuden, sondern die mögen es kompakt. Und dann haben wir den mit 3 Sternen hier gemacht. Unten kurz noch die Wardenstatue, also alles ganz entspannt hier. Und wenn ich euch, jetzt muss ich mal überlegen, das war der Teil am Anfang. Okay, ja, das ist eigentlich gewesen. Tatsächlich brauchen wir dringend ein Erfolgserlebnis, aber ich habe jetzt auch noch 4 Angriffe hier. 2x10, 2x9. Und weil das so gut geklappt hat hier, nehme ich die nicht nochmal nach. Oh, die ist teuer. Okay, 422.000 Elex. Die nehme ich nicht nochmal nach. Dann nehmen wir lieber so ein paar Funny-Sachen hier oder vielleicht die Miner. 212.000, können wir ruhig mal ein bisschen mit Minern üben. Komm, die sind zwar jetzt nicht ganz so dolle, aber für mich soll es wohl reichen. Und dann können wir hier, ja, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte, meiner ist eine helle Truppe, okay. Ich muss immer so ein bisschen gucken, jetzt wenn ich mit einem Account fahre, mit 30 Sekunden, alles klar, das können wir machen. Dann nehmen wir uns nämlich hier die zweite dunkle Kaserne vor. Ihr wisst, Kasernen, also Armeelager-Kasernen, das mag ich immer, wenn die schon mal komplett fertig gebaut sind. Und, oh, 6 Mille, kriegen wir gar nicht hin. Tolle Wurst, kriegen wir gar nicht hin. Dann gucken wir mal hier, was wir hier noch so rausholen können. Ah nein, ich will keine Gems. Aber wir hätten sogar noch Heldentränke nehmen können und so. Powertrank, ich habe ja noch gar nichts geholt hier. Okay, ich habe ja noch gar nichts geholt. Damit die Folge dann wenigstens Sinn hat, machen wir Folgendes. Wir daten den hier ab, 8 Mille. Und dann sammeln wir eben auch mal den Rest ein. Das solltet ihr nicht vergessen. In 4 Tagen ist die Season hier vorbei. 4 Tage, 19 Stunden. Und was ihr dann hier unten nicht rausgeholt habt, das geht euch verloren oder halt oben aus dem Pass. Und damit die Base nicht mehr ganz so noobhaft aussieht hier, wollte ich den leveln. Dann sie hat ja auch schon mal wieder eine andere Farbe und sieht ein bisschen gefährlicher aus. Früher habe ich immer gedacht, als ich noch kleiner war, also kleiner vom Rathaus war und auch noch nicht so lange Clash of Clans gespielt habe, dass diese Farbe hier, dieses Magierturms, so unheimlich stark war. Der sah so absolut wie das Böse aus. Ist er natürlich immer noch, aber er sieht natürlich viel, viel cooler aus, wenn man ihn noch ein bisschen besser ausgebaut hat. Und deswegen nehmen wir den nächsten Bauarbeiter aber hier für die Kaserne. Die hat dann keinen Boost mehr, ist aber auch nicht so schlimm, ne? Denn ich habe ja jetzt nichts wirklich hier großartig an dunklen Sachen zu trainieren. Deswegen können wir ruhig upgraden.
Da gibt es jetzt wahrscheinlich den Hinweis. Oh nee, da gibt es gar keinen Hinweis. Wenn man Helden updatet im Schub, dann gibt es immerhin einen Hinweis, so nach dem Motto, oh, der Schub beim Helden hört jetzt auf, aber die hier, die Kaserne scheint es ja nicht zu stören. Okay, die Kaserne scheint es nicht zu stören und deswegen weiß ich aber immer noch nicht, was eigentlich die richtige oder die perfekte Rathaus 11 Armee ist. Aber ich denke mal, E-Drachen ist schon eine ziemlich starke Truppe. Natürlich, wenn man jetzt weiter in der Ausbaustufe ist, beziehungsweise etwas weiter mit den Helden ist und auch mit den Truppen, dann lohnt sich sicherlich auch mal ein Blick auf ein, ja, hier geht das schon. Ich denke mal, die Miner gehen ja noch einen hoch. Ja, die lassen sich hier noch einen leveln, dass man dann auch hier anfängt im Rathaus 11 Bereich so ein bisschen mit Hybrid zu arbeiten. Aber ich denke erstmal so Beginner Rathaus 11, da sind die E-Drachen ganz schick. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt ein bisschen kuddelmuddelig geschnitten habe. Kleinere Baustellen gibt es hier noch, die betrifft vor allen Dingen meine Facecam und auch das ganze Geruckel in den Streams. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch wieder in den Griff bekommen. Da besucht einfach meine Livestreams heute Abend wieder mit Clash am Start. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen angenehmen Restmittwoch. Bis dahin, euer Toto. Dankeschön. Clashed.